Hallihallo, mein lieben Luftzeichen, Zwilling, Waage, Wassermann. Wir wollen jetzt mal in den Monat Mai reinschauen, was da auf die Luftzeichen zukommt. Bedenke bitte, es ist ein Allgemeinorakel, kann nicht immer alles hundertprozentig zutreffen, aber vielleicht kann es für dich die ein oder andere wichtige Botschaft beinhalten. Ja, wenn du also Zwilling, Waage, Wassermann bist als Luftzeichen, diesem Aszendenten der Sonne, Mond oder Venus hast, wie gesagt, dann könnte es dein Orakel sein. Schauen wir mal drauf. Was kommt denn hier auf die Luftzeichen im Monat Mai zu? Sehr, sehr viel. Oh, hier sind schon mal gleiche Karten, die auch für die Fische zutreffen. Also es geht hier im Mai bei den Luftzeichen darum, um den Glauben. Lass den Wunsch nach Kontrolle los und vertraue auf eine liebevolle höhere Kraft. Dann haben wir auch hier die Trauerkarte mit dabei. Du kannst jetzt aber in deine Herzheilung reingehen und ein frohes Leben für dich selbst mitgestalten. Dann haben wir hier die Gnade. Übe dich auch hier im Monat Mai in Liebe und Mitgefühl und erinnere dich, dass du bedingungslos geliebt wirst. Und wir haben hier noch die Phobien. Richte deine Seele wieder auf ihre göttliche Bestimmung aus. Also irgendwie könntest du es mit einer bestimmten Phobie haben. Entweder Katzenphobie, Tierphobie, ne? Vielleicht auch etwas anderes. Auf jeden Fall sollst du hier im Monat Mai an eine höhere Kraft glauben, an etwas glauben ganz einfach, den Glauben nicht verlieren, dein Herz heilen, Gnade walten lassen, übe dich im Mitgefühl und in der Liebe und bleib auch in der Liebe und geh nicht in eine Phobie rein. Ne? So, schauen wir weiter. Was kommt noch im Monat Mai auf die Luftzeichen Zwilling, Waage, Wassermann zu? Hier zeigt sich schon mal wie sowas wie eine Unzufriedenheit. Aber irgendetwas wird auch vorangehen. Mhm. Ja, aha, okay, ich schläg die mal so, ne, weil hier irgendwas auf der Kippe wahrscheinlich ist. Aha, Gespräche. Na, wo geht's denn hin? Oh, sehr schön. So, ich möchte jetzt mal wissen, warum ist hier etwas unzufrieden? Hier ist auf jeden Fall ein Mangel noch im Monat Mai bei den Sternzeichen. Und was ist hier so ein bisschen auf der Kippe? Okay, du machst dir zu viel Gedanken. Ja, also es geht hier im Monat Mai gerade um die Luftzeichen darum, man träumt hier. Man träumt hier, man überlegt, was man machen soll. Na? Und man möchte halt hier in sehr, sehr schöne Gefühle rein, beziehungsweise wegen einer Königin der Schwerter vielleicht auch. Oder irgendwie ist hier ein Liebeskummer, ein Herzschmerz, was ich hier sehe. Na, vielleicht ist hier irgendeine Freundschaft auch zu Ende gegangen und jetzt gibt es hier eine Chance, da wieder was reinzubekommen, also da nochmal eine Möglichkeit zu bekommen. Was ich hier halt auch sehe für die Luftzeichen ist ganz einfach, hier ist eine unzufriedene Situation im Monat Mai, die sich zeigen könnte, wo ein Mangel da ist. Das kann ein Mangel an Finanzen sein, das kann aber auch generell ein Mangel sein, weil keine Festigkeit in einer Sache drin ist. Und ich habe aber hier die 10 der Münzen. Wenn es jetzt wirklich das Thema Liebe ist, dann zeigt sich mir hier an, irgendwie ist hier so ein bestimmter Mangel, aber der geht raus, der Mangel. Ne? Und hier ist wieder eine ganz glückliche Familie dann oder eine glückliche Zusammensein mit einer Person. Und hier geht auch eine Sache voran, weil ich sehe nämlich hier war der Gehängte und da war ein Stillstand. Da war ein Stillstand, aber der Gehängte versucht jetzt schon im Monat Mai sich wieder in die richtige Richtung zu stellen. Ich sehe aber auch, dass man sich hier sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat, ne? Depressionen, Ängste vielleicht auch hatte hier in einer Situation und dass man hier jetzt in einer Energie ist, wo man wirklich reden möchte und das aus der Welt schaffen möchte und dann wieder in diese ganz harmonische Glücksenergie kommt mit einer Person oder mit mehreren Personen. Ja, also das ist schon mal sehr, sehr schön, was sich hier anzeigt. Ja, vielleicht hast du eine Phobie, weil du hier Angst hast oder weil du in einer Depression hier so ein Stück weit drin bist, ne, dass du vielleicht auch sagst, ach, das wird doch eh nie wieder und ich gebe es auf, ich kann einfach nicht mehr. Aber ich soll dir sagen, das wird wieder, ne, weil der Stillstand wird hier rausgehen und hier kommt jemand mit einer Kommunikation, die dich wirklich erfreuen wird. Im beruflichen Bereich sehe ich hier, dass man ja auch noch aussucht, ne? Wie kann ich hier in schöne Gefühle reinkommen. Du willst ja über was im Klaren werden, warum ist hier immer wieder ein Schmerz, warum ist die Gemeinschaft so zu mir,
Ne? Und du möchtest dich von einigen Sachen wegdrehen. Und auch da ist noch ein Mangel und eine Unzufriedenheit. Das kann wirklich sein, dass das Geldthemen sind, die dich hier belasten, die dich immer wieder in so einen bestimmten Mangel reinbringen. Aber ich kann dir sagen, hier, der wird ausgeglichen, weil der Mangel rausgehen wird und du wirst mehr erhalten. Ne? Und man kann dann auch hier etwas bewegen. Es bewegt sich dann nach vorne. Vielleicht macht. Okay, ja, vielleicht klingelt es auch an deiner Tür. Moment. Entschuldigt, mein Lieben, es hat gerade an meiner Tür geklingelt. Vielleicht klingelt es ja auch an deiner Tür und dann ist jemand bereit, in deine Richtung zu kommen und zu kommunizieren. Das wäre natürlich super. Ja, wie gesagt, es geht auch hier im Beruflichen etwas vorwärts, wo man sich vorher immer so Gedanken gemacht hat. Ne? Ach, was soll ich tun? Vielleicht hast du unter Existenzängsten gelitten. Das kann natürlich auch sein. Hier war wahrscheinlich etwas in Schieflage, so ein Stück weit. Aber ich kann dir sagen, hier kommen Gespräche wieder auf dich zu und das Ganze wird auch wieder harmonischer werden. Ne? Also auf jeden Fall. So, was kommt noch im Mai auf die Luftzeichen zu? Was haben wir? Huch! Die Mäuse wollten schon wegfliegen, der Mangel, und verbrennen. Können wir ruhig machen, aber wir müssen noch mal kurz reden, gell? Gut, also hier zeigt sich ein Mangel an, der beendet wird, ne? Und dann hast du Klarheit. Es kann vielleicht auch zu einer Wunscherfüllung kommen. Es kann zu Klarheit kommen hier. Nee, die verbrennen wir mal nicht. Sage ich doch, Wunscherfüllung, ne? Und das Glück. Wow. Ja, also sehr, sehr schöne Energie auch für die Luftzeichen. Ich sehe, hier kommt der Erfolg auf dich zu. Es nagt zwar hier noch ein bisschen an der Kommunikation, weil halt hier noch etwas Kompliziertes in einem Gespräch vielleicht auch ist. Ne? Oder vielleicht noch etwas Unruhe macht wegen einer anderen Person. Aber man macht sich hier auf jeden Fall auf in eine Kommunikation. Und dieser Mangel wird auf jeden Fall rausgehen. Ne? Mir kommt rein, der Mangel, der wird beendet werden und du hast dann Klarheit in deinem Inneren und du hast auch hier Hoffnung. Ne? Das kann wirklich in der Liebe sein, das kann aber auch in beruflichen Themen sein, dass dieser Mangel da beendet wird. Das haben wir ja hier schon gesehen, da kommt die Fülle wieder, Wunscherfüllung, Wunscherfüllung. Mehr brauche ich nicht sagen, hier wird sich auf jeden Fall im Monat Mai für die Luftzeichen ein Wunsch erfüllen. So, und da gucken wir jetzt mal, was die Liebe noch sagt dazu für den Monat Mai für die Luftzeichen. Zwilling, Waage, Wassermann. Müssen wir nochmal mit dazu sagen. Okay, zwei wollten da nur raus. Da haben wir einmal hier auf ewig. Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Und hier haben wir die Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander und vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Und jetzt gibt es auch noch für die Luftzeichen einen Tipp aus dem Soulmaster-Orakel von Maxim Mangewitsch. Okay, das sind heute mal zwei bei euch. Aber dann ist es wichtig. Wir haben hier erstmal die Nummer 24. Im falschen Umfeld werden die richtigen Dinge plötzlich zu falschen. Also du solltest dich vielleicht auch fragen, was hat dich in diesen Mangel gebracht? Bist du vielleicht hier in einem falschen Umfeld? Na? Und die Nummer 44 kann auch für dich relevant sein. Sowieso die Nummer 444 habe ich ja auch mit drin. Was haben wir hier noch? Ja. Und 2-2 kann auch wichtig sein für dich. Du bist der Heilung so nah. Verletzte Menschen verletzen, liebende Menschen lieben. Heile deine Vergangenheit und die Zukunft gehört dir. Also vielleicht stammt ja dieser Mangel aus der Vergangenheit hier noch, ne? Und jetzt ist es aber so, man sollte jetzt in die Richtung reingehen, wo etwas heilen kann. Ne? Also raus aus der Trauer, raus aus der Negativität, rein in das Glück. Und das Glück ist hier im Monat Mai an deiner Seite. Also es passt natürlich super zu dem Monat Mai. Ich wünsche euch jetzt, meine lieben Luftzeichen, alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Monat. Ciao.